Ah, da ist es. Sehr schön. Ich nehme euch mal mit durch die Wohnung, werde nebenbei mal noch etwas aufräumen. Hier aber alles. Ja, mach das, Hybrid. Willst du danach direkt bei mir auch aufräumen? Bei mir müsste auch noch mal so ein bisschen was gemacht werden. Und eventuell bei mir oben die Wäsche aufhängen. Das wär wirklich nicht gut. Fährst extra einige hundert Kilometer, nur bei mir die Wäsche aufzuhängen. Was wollen wir machen? So. Ja, muss ich auch mal ins Spiel wieder reinkommen, ne? Eigentlich müsste davor auch MyQ sein. Oh, ja, was hat man beim letzten Mal eigentlich gemacht? Habe ich hier noch irgendwas? Ja, ich kann sogar Punkte noch vergeben. Das ist ja... Womit habe ich das denn verdient? Das ist nur die Frage, was die Menge des zugefügten Schadens bei kritischem Treffer. Ich kann jetzt übrigens auch nicht mal sagen, wo wir stehen geblieben sind, ne? Story-technisch. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach zu lange her. Kritische Treffer zugefügt werden. Ich mache erstmal das hier unten fertig und dann gehe ich so langsam in die Richtung hoch. Ja. Das Bronze-Element verteilt. Resistenz. Unter Angriff. Na gut, Verteidigung wäre eigentlich wichtiger, ne? Wir machen den Angriff hier. Ich weiß auf Verteidigung. Da Angriff. Verteidigung. Ich glaube, da geht es um Verteidigung. Luftresistenz vielleicht. Heilige Lanze. Dich zu bewegen, während du... Oh ja. Jetzt 100 Resistenz, wenn es fertig ist. Oh, gut, mit einer gewaltigen Faust aus. Nahtoderfahrung. Stellt eine geringe Menge eigener KP wieder her. Machen wir einmal. Das machen wir einmal. Und das machen wir einmal. Möglich ist hier mit nur ein KP einen Gegnerangriff zu bestehen, beim Angriff der normalerweise... Oh ja! Oh Gott. Da haben wir gleich eins wieder abgeschlossen. Sehr schön. Geilt hat die nicht mehr, oder? Nee. Okay, gut.
warten übrigens immer noch auf den Trichter, dass wir leveln müssen. Hier ist schon wieder Monster. Jetzt so ein bisschen runterstellen. Bitte bleib unten. Erstmal wieder umgewöhnen. Okay. Vergiss immer, dass B springen ist. Kein Angriff. Steine halten. Irgendwas. Sieht echt aus wie so eine Tempelruine im Amazonas. Aber die Musik ist geil. Tales werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr durchkriegen. Aber ich will gucken, dass ich so weit schaffe heute wie möglich. Hi. Ich wollte euch nicht stören. Bleibt da mal ruhig sitzen. Autsch. Cool. Das Ding ging an mein Leere. Auch nett. Ah, verkackt. Golem, könntest du eventuell nicht mal wiederbeleben? So rein hypothetisch. Danke. Und wenn du willst, zwischendurch rennen wir halt. Das ist auch nett. Bei manchen Attacken wird mir immer noch schlecht, wenn ich sehe. Orangengelee, das ist gut. Davon kann man nicht genug haben. Ja, aber irgendwo was Schleimiges. Hier schon mal nicht. リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。おやしなばれるって叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな栄称。
あれはその、なんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力と話できるんのかよ。えっと、そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。ああ、あ、な、精霊力と会話できるんなら、 明日の天気とか、お宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃない？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪いやつがいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード。あっぶね、何すんだよ。うるさいやつがいるところに雷を落としました。いや、 okay. Also, mit dem will ich mich nicht anlegen. Da hinten geht's weiter, also gehen wir hier lang. Ich wollte gerade sagen, eine Tour am Ende des Raums ist nie was Gutes. Oh, ich hab's auf Anhieb geschafft, sehr schön. Man spiele Pong mit dem Ding. Desto mehr man schlägt, desto höher kommt es. Da ist was Gutes drin sein. Goldenes Gelee. Königlich aussehendes medizinisches Gelee, das 100% HP wiederherstellt und erlesenen schmeckt. Das ist geil. Das ist sehr geil. Ich wird wahrscheinlich als erstes benutzt von meinen Charakteren, habe ich so das Gefühl. Moospanzer. Ich glaube, den Moospanzer hatten wir noch nicht. Nimmt der überhaupt Schaden? Der ist aber ganz schön hart im Leben. Ich habe Pfeffer, ein Heilkiesel. Okay, da komme ich nicht drüber. Schade. Abbrechen. Einmal Zitronengelee verwende ich. Da wäre jetzt nichts mehr, ne? Okay. Das ist
eine sehr lange Leiter da hinten. Da will ich hin. Wir wissen, was da ist. Ananas-Gelee. Da hinten geht's weiter, also gehen wir erst hier lang. Ah, und hier sind auch die Geräuschviecher. Die wilden Wumsel. Ganz ehrlich, ich kann ihn nicht ernst nehmen. Dem Namen. Wilder Wumsel. So, ich höre noch mehr Wumsel. Ah ne, das sind die. Aber warum müssen es so viele sein? Wieder die beiden. Nehmen wir nicht an, dass auch wieder ein goldener ist drin ist, oder? 13.500 Geld. Okay. Damit bin ich auch zufrieden. Das ändert zumindest unser Geldproblem. Welches Level haben wir eigentlich nochmal? Okay. Ach stimmt, wir können hier sowieso gerade doch gar nicht von A nach B teleportieren wieder. Jetzt sind sie abgefahren. Leider. Alter, der schiebt mich auch einfach mal so weg, ne? Da Heilung. Na, danke, du Ali. Sehr nett. Kommt man da hoch?
Vor allem, wie kommt man da hin? Hi. Oh, ich mag die Viecher nicht. Die mit ihren komischen Panzern sind mir suspekt. So, liebe, könntest du? Ja, okay. Natürlich. So. Einmal das. Jetzt gehen wir aber erstmal nach hier hinten. Ah, okay, hier kommt man so hoch. Okay. Ihr Wumsel. Lasst mich auch mal angreifen. Warte mal, was ich gesagt habe? Weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall ist sie stark. Das war schon. Okay. Oh, nicht noch mehr von den Viechern. Ey, komm, da ist jetzt aber bitte was Witziges drin, ne? Okay, dem Server kann ich das ja nicht da drin. Heilung. Ich bin fast tot. Wer ist denn entkommen? Was für ein mieses Ding. Alphen bei 33. Mächtiger Schutz. Warte mal. Nicht? Für sie. Okay. Kisara hat bessere Ausrüstung. Auch nicht. Dann hier hoch.
Machen wir einmal. So gewöhnlich spare ich ja die HP, aber... Vielleicht ist ja was Cooles drin. Okay, ein Erdumhang. Okay. Ja, das ist auch in Ordnung. Sparen wir Geld, ne? Sparen wir Geld. Und uns den ganzen Mist nicht kaufen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte zu haben. So, einer ist weg. Weiter. Nummer drei. Und der letzte. Aber eine Eule war hier bisher auch nicht, ne? Schade. Ich möchte noch mehr Eulen sammeln. Jetzt können wir beruhigt in den nächsten Raum. Wo aber auch nicht besonders viel passiert. Oh, oh. Das bedeutet meist nichts Gutes. Objekte kaufen. Komm, wir kaufen uns einmal auch eine neue Rüstung. Bauernhof führen. Nein, wir bleiben mal bei Schwein. Und wir speichern einmal. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Zuletzt haben wir am 30.11. gespielt. Oh, ich hab's befürchtet. Hallo, Geierchen. Meria Fein. Au. Nein, nein, nein. Oh, ich bin jetzt schon tot.
Wie hab ich das denn hingekriegt? Ja, aui, sieht man aber schlecht. Mir macht das immer Angst, wenn Viecher so viel fressen, während sie da am Boden liegen. Das bedeutet im Allgemeinen nichts Gutes. Okay. Und ich renne auch noch rein. Out. Ist das weg? Oh. So, wie war das nochmal mit Taoe? Oh. Einfach kein Kommentar. Wir sagen da einfach nicht zu. Ich kann auch sagen, die Meisterin am Boden. Oder die Meisterin ist am Boden. Ist besser. Magst du dich nämlich nochmal hinlegen, Vögelchen? Oh, er versteht, was ich sage. Ein sehr kooperativer Vogel. Ausweichen. Oh Gott sei Dank. Haha. So nicht, Vogel, so nicht. Nicht normal. Gut noch. Schlaf, Vöglein, schlaf. Anna noch geite. Joku Tisbimi no Renchi wa tori nukeru da mon da. たどり着けなかった人もたくさんいたのかもしれない。じゃあ少しは通りやすくなったかな。いや、こんな道を一人でも使わなきゃならない人がいる限り、本当の解決とは言えない。本当の解決はボルラーンを倒し、スルドブリガを終わらせた時か。そうだよな。余計な時間を食った。 Okay. So, sonst ist hier nichts. Keine Eule oder so. Nichts dergleichen.
Ja. Nur ein bisschen Pfeffer. Ich bin tatsächlich ernsthaft am Überlegen, ob ich mich einfach so eine Fußheizung hinstelle. Oder mir einfach mal besorge. Dann wird es vielleicht unterm Schreibtisch auch mal warm. Rundwärts 34. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir gehen jetzt also hier hin. Aber noch mehr Heilkiesel. Wie weit oben wir mittlerweile sind, ne? Und unten haben wir angefangen. Irgendwo. Da unten. Okay, da müssen wir hin. Da ist diese lange Treppe. Ich hatte gerade so kurzzeitig Angst, dass ich sterbe. Aber nicht durch. Okay. Also ich bin jetzt von irgendwo da oben hier runtergeknallt. Aber sieht schön aus hier. Mutig, gemütlich. Warum sind die gerade so ausgelaufen? Wir sind so ausgerastet, weil wir... Ich habe geguckt. Ich habe gesehen, dass hier unten ja so eine riesige, lange Leiter ist, die zu einer Kiste führt. Und ich bin aus Versehen, weil eigentlich kannst du ja von keiner Klippe runterfallen. Von der Klippe konntest du runterfallen. Und wir sind, keine Ahnung, wie viele Meter in die Tiefe geknallt, in diesen See rein. Und, naja, unsere Charaktere dachten halt, wir stürzen uns in den Tod und haben mich angeschrien. Was uns denn einfällt, darunter zu fallen. Das ist die, ja, der Grund, warum wir gerade so übertrieben reagiert haben. Ich weiß gar nicht warum, ist doch normal von irgendeiner Klippe zu springen. Verstehe gar nicht, was die haben. War doch das Normalste der Welt. Wir haben von irgendwo da oben. Noch ein bisschen weiter als dieser eine Kasten da. Kastenstein da geht. War nett. Ja, doch, echt. Yep, das ist die ewig lange Leiter.
Okay, habe gerade kurz hingeschaut. Noch mal, dann drehe ich mich weg. Sekunde später schreibe ich mein Herz auf Japanisch voll. Ja. Vielleicht haben sie auch einfach nur geschrien, weil du dich weggedreht hast. Alter, endet diese Leiter auch mal. Vor allem, wir sind so tief gefallen, wie die Leiter lang ist, ne? So tief sind wir gefallen. Nur, dass wir halt auf der komplett anderen Seite waren. Aber ich habe wenigstens die Leiter erreicht, wo wir hin wollten. Na toll, jetzt erstmal das Wurzelwerk. Das ist aber etwas unrealistisch. Genau von da sind wir runtergeknallt. Direkt gegenüber. Ich frage mich, wie wir da wieder hinkommen sollen. Naja, okay. Ah, so wahrscheinlich. Okay. Muss mir nachher auf jeden Fall unbedingt wieder ans Bearbeiten der Videos setzen. Unbedingt. Habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es kam jetzt ungefähr 2 Wochen lang auch keine Videos. Na gut, letzte Woche war klar, da hatte ich Urlaub. Da habe ich ja allgemein nichts gemacht. Außer mich halt so ein bisschen um den Schaft gekümmert. Boah, diese Viecher sind echt mega anstrengend. Die mit ihrem Kackpanzer. Ah, hier ist die Kommen des Meisters. Die wir vor Dono Katsu getauft wurden. Okay. Ach, wie geil. Ja, von hier aus sind wir gefallen. Hübsch. Ganatharos. Juhu, Land des Nichts. Sieht mir aber nicht an nichts aus. Fertig.
おそらく可能性の話だ。要するにペレギオンに向かうってことでいいんだよね。何か知っておいた方がいい情報はあるか？ない。ない。ガナスハロスとは皆川の上司要素。今更そんな知識に用はあるまい。それはそうだが、何かあるだろう。ボルラン就任以来この国の頼りのなさは有名でね。いずれにせよ あのボルラーンの牙城だ。どれだけ用心しても十分ということはあるまい。となると、当座の問題はどうやって入り込むかですね。抜け穴なんてないよね。引き返す道はないんだ。裏口がないなら正面から行くしかない。ボルラーンは俺に追ってこいと言った。ならそれに答えてやるまでだ。水の国とはいえ Warum falle ich gerade überall runter? Ich wollte hier noch nicht hoch, runter. Darf ich noch mal hoch? Ich hier im Lagerfeuer doch mal. Das Schwert ist geil. Was für ein Hybrid? Hä? Hä? Das Gegenteil von Japanisch eigentlich. Nein, entspannt. Das ist nicht dein Ernst! Oh, ist der schlecht, ey. Ist der schlecht. Nee. Nee. Nein, einfach nein. Taumelzeit. その時は笑顔でいたい。長くだと聞いた。流れても、あなたとならば、人はそれぞれ背負うものが剥がれ、この星に生まれる意味を知る。強く生きるため、弱さを隠して、恐れずに挑みが始まる。